als die Fahrer hier oben vorstellen. Mit der Startnummer 1 startet der Beck Eberhardt vom NTB Berlin. Mit der Startnummer 2 der Zück Martin Stoppelhopser Oberhausen. Mit der 3 der Rathel Matthias TS Groß Auheim. 4 der Korosch Marcel Racing Center Leipzig. Mit der Nummer 5 der Hortgen Klaus MSV Hortgenwald. 6 der Schröder Tim ECC Detmold. 7 Findeisen Sebastian Hans-Jürgen, sorry, RC Karls Küngen. 8 Duarte Daniel TS Groß Auheim. Und 9 der Raphael Nico TS Groß Auheim. Das ist der junge Fahrer da oben. So, Fahrer fertig, Streckenpost bereit. Achtung Fahrer, Achtung Helfer, der Start erfolgt innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Ich möchte noch einmal die Helfer darauf hinweisen, bitte legt die Fahrzeuge, wenn euch rausfällt, dort wieder rein, wo sie rausfallen. Sie nicht irgendwelche Vorteile verschaffen, Kurvenfelder oder so. Ihr tut euch nichts Gutes an den Fahrer auch nicht. Ausgefahren in 3 Finalläufen, alle Gruppen komplett durch. Aus dem besten Finallauf dann gibt es heute Abend ca. 18 Uhr oder 18.30 Uhr die Siegerehrung über den deutschen Meister in Standard und Qualify. Die 9 bitte überholen lassen. Super.
Achtung, die 9. Noch 2,5 Minuten zu fahren in Führung, die 1, dann die 2, die 4, die 6, die 5, die 3, die 7, die 8 und die 9. Die Fahrer, die jetzt noch nicht am Start sind, bitte überprüft nochmal eure Startnummern. Vorne und rechts drauf, bitte möchte ich die Startnummer haben. Alle drei Seiten, Entschuldigung. Die neue Startnummer hängt von aus an der Finalaufteilung. Also überprüft sie bitte und ändert sich rechtzeitig. Noch 1,5 Minuten zu fahren. In Führung 1, der Beck Eberhardt. Dann die 2, der Petrus Martin. 4, der Korosch Marcel. Und 6, 5, 3, 7, 8, 9. Neun nicht ins Auto fahren. Mal Gas wegnehmen. Alle Fahrer wurde gewonnen. HD 1, Beck Eberhardt, 2, Winzig Martin, 4, Korosch Marcel, 6, Schröder Tim, 3, Raphael Matthias, 5, Fortgen Klaus, 7, Finlayson Hans-Jürgen, 8, Duarte Daniel und 9, Raphael Nico.